So, meine Freunde, jetzt kommt ein wichtiger Teil. Wir müssen wieder Eisen sammeln. Wir kommen mit der Eisenmine nicht so hinterher, aber... Aber damit kriegen wir ein paar der Rezepte auf jeden Fall gelöst. Dafür nehme ich mal eine der neuen Eisenspitzhacken mit. Hammer cooler Stuff. So. Warte mal, auf 3 war doch immer mein Bogen. Warum habe ich das alles jetzt hier komisch verteilt? Wo ist mein Hammer? Ich brauche noch einen Hammer. Ein Hammer, Sir. So, Freunde. Du hast die Taschen leer, meine ich, ja. Unterwegs trinken wir noch was, hm? Dann trinken wir. Komm mal frei, mein Engel. Und dann ist auch die Jahreszeit vorbei, Freunde. Dann kommt der kurze Sommer und dann gucken wir mal, wie das mit 2 Tagen ist. Wir müssen dann auch unseren Pflanzensammler ein bisschen ändern. Ich kann ein paar Tollkirschen sammeln in der Sommerzeit. War voll schön gemacht, ne? Überall ein paar Häuser verstreut. Ein bisschen inspiriert von Männerlords. Überlege ich, ob ich ein paar Vorgärten zu den einzelnen Häusern mache. Wir haben da unsere Stadt und unten bauen wir dann das Dorf, das wir expandieren. Vielleicht bauen wir da so ein paar Vorgärten und machen das so ein bisschen dekorativ wie bei Männerlords. Das hat mich ja mega inspiriert, das Spiel. Als der geilste Spiel, den ich hier in meinem Leben gespielt habe. Die Survival ist auch schon der Hammer. Also, wenn wir das gemeinsam streamen, dann werdet ihr, falls ihr es noch nicht kanntet, merken, wie genial das ist. Ein weiteres Spiel, auf das ich mich freue. Ein weiteres Spiel, auf das ich mich so sehr freue. So, warte. Alles Spitzhacke hier. Wie die alle hier hämmern. Komm, hier ist auch Platz. Schickt noch 2 von denen rein. Hier ist auch Platz. Mit einer Hand. Der ist ja stark. Oh, warte, wir brauchen den Gaul. Ich trage das Zeug doch nicht mit den Händen hoch. Gaul! Sei nicht schüchtern. Du passt da auch rein. Müsste nur gucken. Wir können ja jetzt... Oh. Ich mache jetzt Folgendes. Ich fäll jetzt mal einen Baum und gucke, ob nach dem Update wir jetzt auch wirklich sterben können. Okay, einfach umgehauen. Hat uns Schaden gemacht, aber wir sind nicht gestorben. Okay, wir probieren es nochmal. Ich finde schön einen Screenshot. Haha, Experimental Toshi. Was ist das denn? Lol. Mist, der hat mir meinen Gag versaut. Wie das aussah, als wir da rumgekugelt sind unterm Baum. Also gefällt mir gut, die neue Physik. So. Ich habe keine Pfeile. Okay. Ich habe keine Pfeile. Jetzt habe ich Pfeile. Gut. Ach, Gaul, jetzt habe ich dich schon wieder vergessen. Aber deswegen bin ich doch hochgekommen. Aber die neue Physik wollte ich mal austesten.
Kennt ihr das? Ihr steht morgens auf, eure Frau kommt zu euch und sagt, Mann, du siehst ja scheiße aus. das dürfte ich mir jetzt oft genug anhören. So, Freunde. Ich glaube, hier irgendwie passt es. Hier lassen wir den Gaul und hier werden wir den beladen. Ich glaube, hier habe ich Eisen gesehen. Nee, das war alles Sinn, ne? Und Kupfer. Okay, dann müssen wir doch noch tiefer. Komm, Hoshi. Oh, hier ist wieder Licht. Führt das dann zurück? Dann gehen wir doch mal hier lang. Ne, nur Salz. Ist denn das ganze Eisen? Was da rausgeht, müssen wir da lang. Oh ne. Wir hängen so ein bisschen an der Wand. So. Eisen. Das Gute ist, wir haben mehr als genug Platz. Und wenn wir demnächst noch die große Tasche holen, können wir nochmal 4 Kilometer. Aber, danke hier nochmal Stefan für den Tipp. Ich habe nicht darauf geachtet. Ehrlicherweise habe ich nicht darauf geachtet, dass ich nur die mittlere Tasche, die normale Gürteltasche habe. Die produzieren wir auch demnächst schnell. Sonst haben wir hier kein Eisen mehr. Oh, süß, wie das Pferd hier aufbäumt. Erinnert mich auch wieder ein bisschen an Ikarus. Ich muss sagen, Ikarus hat mich auch nochmal überzeugt. Da haben wir das ja letztens gestreamt, weil ich mal sehen wollte, wie es ist, wenn man ein Tier dort reitet. Hammer cooler Stream, hat Spaß gemacht mit euch, Freunde. Müssen wir auch wiederholen. Wenn wir jetzt die Sachen wie Survival und Medieval Dynasty abgehakt haben, dann kommt auch wieder Ikarus. Und wir müssen dann auch nochmal Ikarus zusammen mit unserer guten Kira spielen. Haben wir auch schon lange nicht mehr. So, bevor ich jetzt hier weiterlaufe, muss ich den Gaul erstmal das Zeug tragen. Ich speichere jetzt mal. Ja genau, ich kann das Reittier hier nicht rufen. Schon mal zum Ausgang. Oh, die 19 Rezepte. Ach, das, ich sag euch, warum die 19 Rezepte weg sind. Die haben Feierabend, die Leute. Die haben Feierabend. Oh, was? Salz. Salz is not interesting anymore. Wir wollen Eisen. Das akzeptieren wir nicht. Nein, das hier. Fast Zinn abgehauen. Was soll ich denn mit Zinn? Und mit der Fackel sehen wir die ein bisschen besser. Das reflektiert so schön. Habt ihr die Geräusche gehört, die neuen Höhlengeräusche? Klang so ein bisschen, als würde irgendjemand am Ende des Tunnels schreien. Das erinnert mich sofort wieder an irgendwelche Horrorspiele. Ich liebe Horrorspiele. Schreibt mal in die Kommentare. Meint ihr, ich mache viel zu wenig Horror in meinem Kanal? Ich denke schon. Eigentlich kann man nie genug Horror machen. Ja, ich glaube, wir haben jetzt alles.
Oh. Nur mit der Fackel geht das schwer. Ah, jetzt sind wir überladen, das passt. Ist hier nur irgendwo einer? Ja. Abschieds-Äderchen. Ich geh mal schön nach Hause. Schon wie ein Labyrinth hier, zum Glück. Und wie tief die Höhle geht, das ist ja Wahnsinn, wie tief die geht. Wenn wir jetzt mal überlegen, wo wir hier nur bergauf gehen. Ach, das Vier-Autofahren im Dunkeln macht's mehr Spaß. Hier an den abgesägten Bäumen einmal hoch. Zweimal runter. Dreimal geklatscht. Und dann kommen wir auf der anderen Seite wieder im Dorf. Und ja. Da sind die ersten Häuschen. Gut, bei dem Häuschen hier kann man keinen Garten mehr. Ach, die sitzen hier draußen. Sind die verrückt. So. Huch. Aber die schleppt sich auch schon. Jetzt habe ich diese Kette schon seit über einer Woche. Tja, so ist das im Leben. Ein paar Stöcke. Mir auch noch rein. Dann haben wir ziemlich viel geschafft. So, jetzt haben wir aber einen Schnellspeicher. Man weiß ja nie, was kommt im Sommer. So, jetzt haben wir Sommer. Und jetzt kann ich euch auch vor allem das Bild zeigen, was ich schon letzte, vorletzte Folge zeigen wollte. Nämlich das fertige Bild mit dem ganzen Getreide und der Mühle. Das wird jetzt hammer cool aussehen. Habe ich so viel versprochen. Wie cool sieht das denn bitte aus mit den Bäumen und so und dem Getreide? Ach, schade. Schade. Machen wir Fotoshooting, Freunde. Ja, das gefällt mir gut. Wie schön das ist, ne? Wenn jetzt, guck mal, wie viel Flachs wir haben. Oh, haben wir viel Flachs. Also wenn wir jetzt keinen Flachs haben, dann weiß ich auch nicht weiter. Was ist das da hinten? Ist das Weizen? Sind die verrückt? Haben die da Weizen gesät? Oh Mann, die hier Weizen. Ich habe da ein riesen Weizenfeld. Da will ich mit so viel... Mann, wie macht der hier Flachs oder Roggen oder so? Na, Hopfen kommt, glaube ich, im Herbst, oder? So, ist gepflügt. Hafer haben die eingepflanzt. Was war das hier? War das auch ein Haferfeld? Weißt du was? Jetzt wird das ein Haferfeld. Hier ist Feld 25.
Ja. Das ist jetzt ein Haferfeld. Guck mal, jetzt gehen die schon los. Lass mein Gaul in Ruhe, pack ihn nicht an. Das sieht voll schön aus. Jetzt, wo hier die Gärten und die Felder so schön gewachsen sind, sieht das richtig gut aus. Da haben wir noch die Bärenfelder. Oh. Oh, ich liebe es einfach, durchs Weizenfeld zu laufen. Und da bauen wir gerade die neue Stadt. Das machen wir dann im Stream auch nochmal groß. Ich weiß nicht, vielleicht machen wir im Stream auch da nochmal eine Palisade drum. Ich weiß noch nicht. Ja, mal gucken. Nein, siehst du nicht so? Apfelbirne, Apfelbirne. Doch, das ist was geworden. Das gefällt mir gut. Es hat sich gelohnt, dass ich da nochmal abends mich hingesetzt habe und die ganzen Felder hier gemacht habe. Und die Felder haben wir dann natürlich hier nochmal den Zaun. Den müssen wir hier im Stream nochmal fertig bauen. So, Freunde, und dann müssen wir das Schießfeld fertig machen. Ich habe ja hier mal provisorisch so einen Langbogen. Hä? Achso, ich habe ja auch was zu zielen. Seht ihr hier nicht bei Kingdom Come Deliverance? Ach, das war viel zu weit. Früher immer getroffen. Ich jetzt mal wüsste, wie viele Zielscheiben wir da haben. Bist du Gaul? Schnell, lass mal gucken. Gaul! Geht nämlich hier der Weg an den unteren Schießplatz für die Kinder rum. Das ist der Kinderschießplatz. Aber vielleicht machen wir wirklich noch so einen Kinderschießplatz, der dann hier unten ist. Hier also am Straßenrand. Und dann können die von hier mal runterschießen. Und dann schießen die Kinder von hier auf die kleinen Dinger. Die Männer üben sich hier im... Oh, das war peinlich. Ach, guck mal, da tauchen wir wieder auf. Unsere provisorische Brücke, die ich am Bauen bin. Irgendwann mache ich die fertig, wenn wir genug Loks haben. Dann machen wir so eine provisorische Holzbrücke über das Wasser. Ach, guck mal, ich habe die ganze Zeit ganz knapp drüber und drunter geschossen. Ah. Okay, ich hätte einfach nur ein bisschen feiner üben müssen. Wie ich den wohl da reingekriegt habe, da ist genau durch. Das hier wird also der Kinderschießplatz da unten. Hier wird dann der Kinderschießplatz. Und da können die Männer mit den Speeren üben. Hier kommt dann der Wettkampfschießplatz. Der sieht noch nicht so schön aus. Ich weiß nicht, irgendwie will ich den ein bisschen schöner machen. Ein bisschen hingeklotzen einfach. Und das hier wird dann der Expertenschießplatz. Das wird der für die Meister. Die kriegen dann Bänke, die hier so entlang auf dieser Anhöhe sind. Da kommen dann Bänke hin, damit man das gucken kann von hier. Hier stehen die Leute. Hier oben kommen auch noch Bänke. Da muss ich die Bäume hier wegmachen, die Stirn, die Sicht. Und in dieser Anhöhe stehen die dann und schießen.
sind genau, ich glaube, 250 Meter. Gibt's doch nicht, dass ich nicht treffe. Ah, der war viel zu hoch. Meine? War das hier in der Höhe von den Bäumen ziehen? Ach, gibt's doch nicht. Mal her. Gibt's doch nicht, das ist doch peinlich. Toshi trifft nicht von da oben. Sie ist wieder da angetrottelt, komm. Also ich finde, das Dorf ist ästhetisch sehr schön geworden. Jetzt müssen wir nur noch gucken. Gibt's da nicht, vielleicht da nicht treffen. Ja, man merkt, ich habe da schon zu lange kein Medieval Dynasty mehr gespielt. Und zwar relativ lang. Guck mal, da sind die zu kurz gegangen. Die sind alle zu kurz gegangen. Und ein paar zu lang. So weit kommt man nicht, okay. Nee, kein Bock abzusteigen. Das wird auch gut. Oh, sieht so gut aus. Ja, das gefällt mir. Mit der zweiten Palisade gefällt mir das richtig gut. Ja, und wir müssen jetzt nochmal in den Kindergarten zurück. Und dort müssen wir jetzt nochmal üben, wie man mit Pfeil und Bogen schießt. Okay, Freunde, während ich jetzt versuche, unseren alten Skill wieder zurückzukriegen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, euer Toshi und ciao.